Open World Rabatz für Experimentierfreudige. So lautet unser Fazit nach einer mehrstündigen Anspielsession mit Just Cause 3. Denn mangelnde Story, Dramaturgie und platte Charaktere werden hier durch irrwitzige Action und spektakuläre Gadgets aufgewogen. Rico Rodriguez ist agiler als jeder andere Open-World-Frontmann, denn dank Fallschirm, Enterhaken und Wingsuit katapultiert er sich ebenso schnell wie elegant durch die gigantisch große Spielwelt. Der kombinierte Einsatz des Gadget-Trios fällt dank Tutorial und intuitiver Steuerung erstaunlich einfach aus und macht auch noch extrem viel Spaß. Der Fortschritt in der Story-Kampagne von Just Cause 3 ist an die Zerstörung von Regierungseinrichtungen gekoppelt. Um das Regime des Diktators Di Ravello zu stürzen, müssen die entsprechenden Bauten eingeebnet werden. Praktischerweise kann man dabei auf ein wahrhaft destruktives Offensivarsenal zurückgreifen. So kapert Rico Rodriguez einfach einen Helikopter samt Flakgeschütz oder setzt seinen unerschöpflichen Vorrat an C4-Sprengsätzen ein. Und wer gerne den ganz dicken Revoluzzer markieren will, der klaut den feindlichen Soldaten einfach den Panzer und lässt dessen Bordkanone sprechen. Fein inszenierte Explosionen und Zerstörungseffekte gibt's dann gratis mit dazu. Klassische Zu-Fußballerei macht in Just Cause 3 hingegen nicht halb so viel Spaß. Denn die künstliche Intelligenz von Feinden und Verbündeten verdient sich höchstens die Bezeichnung zweckmäßig. Umso cooler, dass Ricos Enterhaken nicht nur zur agilen Fortbewegung dient, sondern auch aggressivere Zwecke erfüllt. Denn mit den Strippen kann man mehrere Objekte aneinander binden und einfach die Seilspannung per Knopfdruck erhöhen. So wird beispielsweise ein Zivilfahrzeug zum stählernen Geschoss, das Propagandaplakate zerdeppert. Und riesige Industrieschornsteine machen miteinander explosive Bekanntschaft. Abseits der Story-Kampagne bietet Just Cause 3 über 100 optionale Herausforderungen. Diese Minimissionen können simple Checkpoint-Rennen oder auch amüsante Zerstörungseinsätze sein. Hier pilotieren wir etwa ein mit Sprengstoff beladenes Quad, um wiederum einen Leuchtturm in die Luft zu jagen. Den größten Langzeitspaß versprechen jedoch die Wingsuit-Fliegereien. Denn was simpel aussieht, entpuppt sich als ebenso knifflige wie packende Angelegenheit. Nur mit viel Feingefühl passiert man die Zielkreise, ohne Rico unsanft in den Erdboden zu rammen. Zur Belohnung gibt's jeweils bis zu 5 Zahnräder, die wiederum in Upgrades investiert werden können. Statt klassischer Verbesserungen erhält man in Just Cause 3 sogenannte Mods. Diese jederzeit an- wie abschaltbaren Modifikationen können das Spielgefühl individuell verändern. Etwa wenn man seine Haftminen mit Raketenantrieb versieht oder die Funktionalität der Granaten dahingehend manipuliert, dass sie erst bei Feindkontakt explodieren. Um auf bessere Fahrzeuge zugreifen zu können, muss Rico hingegen seine kleptomanische Seite zeigen. Einmal vor der Rebellengarage abgestellt, wird das jeweilige Vehikel ins Angebot des revolutionären Lieferservice aufgenommen. Ja, richtig gehört. Die Widerständler unterhalten ein Amazon Prime der ganz besonderen Art. Per GPS-Signal ordert man sich einfach neue Gerätschaften, die sodann in Sekundenschnelle an jedem x-beliebigen Ort in der Spielwelt abgeworfen werden. Von Maschinengewehren über Raketenwerfer bis hin zum Düsenjet. Diese Rebellenabwurf getaufte Funktion zeigt prima, wie Just Cause 3 tickt. Hier geht es nicht um Realismus oder Subtilität, vielmehr steht der Spaß an der Actionfreude im Mittelpunkt und den hatten wir beim Anspielen allemal. Zumal auch die Technik dank enormer Weitsicht und krachiger Effekte einen sehr sauberen Eindruck macht.